Während Tom noch von Buck überredet wird, ihn mit auf die Party zu begleiten, um sich mal richtig die Eier leerlutschen zu lassen, erreicht der renommierte Psychologe Dr. Motzen den Bahnhof. Nachdem Dr. Motzen aus dem Zug gestiegen ist, guckt er sich auf dem schäbigen, von Menschen überfüllten Bahnhof um. Schnell entdeckt er, wonach er Ausschau gehalten hat. Mami, was ist ein Wal? Sag Klaus. Nein, mein Schatz, das ist ein fetter Mann. Sag mal, sind Sie behindert? Dreckshuren, Schwein, Arschloch, Fickwichser! Entschuldigung. Nahe dem Bahnhofeingang steht ein untersetzter, Dr. Motzen zuwinkender Beamter mit einem Schild in der Hand. Auf dem Schild steht Motzen. Pimmelnascher. Sieht aus wie meine Mutti. Meine Mutti ist hässlich. Herr Motzen! Herr Motzen! Hier drüben! Ja, ja. Hallo, Herr Motzen. Folgen Sie mir bitte zu meinem Auto. Gut. Also, warum bin ich hier? Ich soll auf jemanden aufpassen. Der Beamte holt ein Foto von Sholmes raus. Ja, richtig. Warten Sie, kennen Sie diesen Mann? Motzen nimmt das Bild und schaut es sich genauer an. Ja, das ist Herlock Sholmes, oder? Ich habe von ihm gehört. Ja, ja, er ist ein Spinner, der sich als Privatdetektiv ausgibt. Und uns bei unseren Ermittlungen immer voll dazwischenfunkt, ja? Seit gut einem Jahr arbeiten wir an diesem Mordfall im Wald. Wissen Sie, es gab dabei 5037 Tote. Ich hörte davon. Ja, Sie wissen, was das für eine Zahl ist, ja? Und wir brauchen Sie, um diesen Schums loszuwerden. Ich bin Psychologe, kein Kindermädchen. Guter Witz, Motzen. Genau deshalb haben wir Sie engagiert. Sie sollen mit ihm gehen und ihm dann eine Beurteilung schreiben. Und eine Empfehlung, ihn ins Irrenhaus einweisen zu lassen. Verstehen Sie? Verstehe. Ich soll also die Drecksarbeit für Sie machen. Wie ist die Bezahlung? Machen Sie sich da mal keine Sorgen, Dr. Motzen. Wir haben bereits Hartz IV angefordert. Nehmen Sie den Fall nun an? Ja, okay. Wann fange ich an? Sofort. Hier ist die Adresse. Er wartet sicher schon auf Sie. Ihm wurde ein neuer Kollege versprochen. Verstehen Sie? Und jetzt raus aus meinem Auto. Ich muss noch zu McDonald's. Das sind gerade heilige Zahlwochen. Motzen erreicht die Bäckerstraße nach einer kleinen Taxifahrt und schaut sich um. Bäckerstraße 221b. Das sollte hier irgendwo sein. Der selbsternannte Privatdetektiv Sholmes wartet bereits sehnsüchtig auf seinen neuen und auch ersten Kollegen und starrt schon seit Stunden aus dem Fenster seiner kleinen, simpel eingerichteten Wohnung /Detektei. Als er Dr. Motzen endlich sieht, gerät er ziemlich aus dem Häuschen. Oh, er kommt! Er ist endlich da, Siegbert! Er kommt! Siegbert, Herlocks Lieblingspuppe, antwortet nicht. Nun spürt er die Nervosität deutlich. Mann, ich bin ganz schön nervös, Siegbert, weißt du was? Und wie es hier aussieht, ich muss auch ganz schön aufräumen. Oh mein Gott, ich muss auch aufräumen. Wie der Blitz rennt Herlock durchs Zimmer, richtet die Kissen, sammelt den Müll auf und schließt seinen Hosenstall und setzt sich schnell in seinen Sessel, um klug daherzugucken. Herein! Tag, Herr Sholmes. Guten Tag, Sie müssen mein neuer Kollege sein. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Zugfahrt und das mit Ihrer Scheidung tut mir wirklich leid. Woher wissen Sie, dass ich mit dem Zug kam und woher wissen Sie von meiner Scheidung? Nun ja, an Ihrem Ringfinger ist ein blasser Streifen, der von einem Ehering stammt. Und das mit der Zugfahrt war ebenso einfach. Sie würden doch wohl kaum von Bielefeld bis hierher laufen. Aber woher wissen Sie, dass ich aus Bielefeld komme? Naja, Sie stinken nach Scheite. Richten Sie sich doch schon mal ein. Wir werden hier bestimmt eine schöne Zeit miteinander verbringen. Ja, sehr schön. Gucken Sie mal, die sind alle meine Pokémon. Mhm. Und da drüben, da habe ich alle Blümchen aufgehängt. Und hier, da sind Schmetterlinge. Ich dachte, Schmetterlinge, wissen Sie, daraus kann man eine echt schöne Schmetterlingssuppe kochen. Ja, die würde uns schmecken. Das ist ein harter Fall. Und das hier ist mein Penis. Mhm.